Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. WhatsApp plant eine Livestream-Funktion. Dies hat WhatsApp jedenfalls so angekündigt. Wie genau diese Funktion laufen soll, wurde nicht angegeben. Möglicherweise wird die Funktion so laufen, dass man möglichst viele Zuschauer damit erreichen kann, vergleichbar wie mit der Livestream-Funktion von Facebook. Möglicherweise wird auch noch eine Kommentarfunktion mit eingebaut. Das mit der Kommentarfunktion ist allerdings eine Vermutung. Ich persönlich finde, dass WhatsApp immer mehr zu einem sozialen Netzwerk wird, anstatt dass es ein Messenger bleibt. Das war ein kleines Informationsvideo für euch. Einige haben natürlich nochmal nachgefragt und mich privat gefragt, ob es denn überhaupt stimmt, dass WhatsApp eine Livestream-Funktion startet. Dies habe ich im Internet prüfen können und diesbezüglich ein Video gemacht. Ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr solch eine Livestream-Funktion sinnvoll? Und findet ihr auch, dass WhatsApp sich immer mehr zu einem Netzwerk entwickelt? Schreibt es doch in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ja, das war's an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.